Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. Wir stecken in Schwierigkeiten. Die Patrouille hat uns entdeckt und Ellie ist mit dem Virus infiziert, hat sich allerdings in 3 Wochen nicht verwandelt. Das ist sonderbar, aber darüber können wir später nachdenken. Jetzt müssen wir hier erstmal entkommen. Und das wird schwierig genug. Wir können uns nämlich mit denen nicht anlegen. Die haben eine Panzerung. Kugelsichere Weste und ein Helm, der sie schützt. Also man kann sie schon besiegen, aber es war sehr, sehr schwierig und lohnt sich eigentlich nicht. Kostet viel zu viele Kugeln. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie durchrennen. Siehst du irgendwas? Und das hat erstaunlich gut geklappt. Oh crap. Ich glaube, sie haben Ellie oder Tess gesehen. Aber sie sollten durchgekommen sein. Und seht mal, was hier liegt. Sehr schön. Können wir eigentlich schon craften? Ah, ja. Das wurde doch mit keiner Silbe erwähnt, oder? Habe ich das irgendwie nicht mitbekommen? Na, egal. Auf jeden Fall mit den Scheren und mit den Bändern, die wir so finden, können wir Messer herstellen. Später gehen natürlich noch andere Gegenstände, viel epischere. Aber im Moment sind nur die Messer möglich. Und das reicht für den Moment auch. Ich kann welche hören. Oh, Bullshit. Na, klasse. Der hat sich eine ganz schöne Position ausgesucht. Wie gesagt, sich mit denen anzulegen lohnt nicht. Wir müssen schnell durchrennen und ducken. Ducken, ducken, ducken. Alles gut, alles gut. Oh, der nächste. Aber das sollten wir eigentlich auch schaffen. Los! Da ist der blöd. Der hat ihn noch nicht mal gesehen. Und die anderen zwei auch nicht. Okay, das ist ein richtiger Volllappen. Sehr schön. Hier können wir durch. Ja. Was ist hier? Neue Bänder. Aber es geht nicht weiter. Ach so. Da ist ein Garagentor. Hoffentlich sind wir jetzt sicher. Hier durch. Noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Versuchen wir es über diese Ruine da. Ja, da liegen sogar Ziegelsteine. Damit können wir sie ablenken. Sehen uns noch nicht. Gehen wir außenrum. Ach, ich hab schon einen. Wie sieht's aus? Zu viele, Tess. Oh Mann. So, jetzt folgen die nämlich den Steinen, also dem Geräusch halt. Und wir können uns hier vorbeischleichen. Sehr gut, es funktioniert. Wundervoll. Was? Was zum... Okay, wir wurden entdeckt, ich weiß aber nicht warum. Scheiße. Muss der am Fenster gewesen sein? Ich werfe jetzt noch einen Stein rüber, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Naja, egal. Sie haben uns zwar entdeckt, aber nicht erwischt. Das ist das Wichtigste. Wir können abhauen. Oh, schnell. Runter, 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 runter. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Aber es sieht gut aus. Puh. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Immer alles positiv sehen. Puh. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Kann man nicht aufmachen? Ach da. Da sollen wir wahrscheinlich lang. Ich schaue mich noch kurz um. Aber nee. Ich kann nichts Brauchbares entdecken. Mist, ach, komm schon. Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Sehr gut. Bleibt im Dunkeln. Sie geben auf. Zumindest haben sie das kommuniziert, ob das auch wahr ist.
Hoffen wir es mal. Los, durch. Meine Taschenlampe wird schwächer, habe ich das Gefühl. Aber keine Sorge, die kann nicht leer gehen. Man muss sie ab und zu mal schütteln, dann wird sie wieder... Ja, dann geht sie halt wieder, aber... die Batterie kann nicht leer gehen. Ist halt auch ein bisschen unlogisch, aber... Joa. Ist mir lieber so. Jetzt ist die Frage, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Bin schon dabei. Hab ein paar Zahnräder gefunden. Vielleicht noch ein Medikit irgendwo? Nee, Muni? Auch nicht schlecht, aber was zum Heilen wäre mir jetzt aktuell tatsächlich etwas lieber gewesen. Naja, ist ja kein Wunschkonzert hier. Gehen wir weiter. Des, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Richtig eklig. Oh, warte, warte. Verdammt. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen, los geht's, na los. Weiter. Verzieht euch endlich. Ich finde das Wasser auch verdammt schön. Wenn ich das an dieser Stelle mal anmerken darf. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, Sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Was ist, wenn's stimmt? Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Er hat längst aufgegeben. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Aber vielleicht gibt es ja doch Hoffnung. Wer weiß das schon? Für Joel wäre es auf jeden Fall irgendwie bezeichnend, wenn gerade ein junges Mädchen der Schlüssel wäre. Übrigens für all diejenigen, die die Zombies vermissen, keine Sorge, die kommen schon noch. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Man ist nie sicher. Schon gar nicht in dieser Welt. Boah, richtig kaputt. Schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Tja, krass, was?
Können wir hier durch? Hier drüben. Und jetzt? Dadurch? Uns bleibt nichts anderes übrig. Hey, Tess! Komme! Vielleicht lässt sich hier noch irgendwas finden. Was war das? Fledermäuse? Was bitte ist mit dem passiert? Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Habt ihr gehört? Die Leiche ist noch frisch. Wer weiß, was sich hier so befindet. Ich fürchte nichts Gutes. Dadurch oder rauf? Kann man überhaupt rauf? Oh. Munition. Noch eine Leiche. Und ein Feldeinsatzprotokoll. Verstehe. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Boah, krass. Verdammt, Klicker. Mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Klicker sind die schlimmsten. Aber irgendwie auch die coolsten. Ich gehe jetzt nochmal nach unten, weil anscheinend ist das hier der richtige Weg. Und ich möchte natürlich wissen, was da ist. Aber ich nehme mal an, nichts Besonderes. Oh, naja. Aber ist halt Zeugs. Was man durchaus mitnehmen sollte. Aber ich fürchte, wir werden gleich Probleme bekommen. Kein Bock auf Klicker, Mann. Und das sieht ja schon so eklig aus. Bah. Ratten. Die sind das geringste Übel hier. So aus, als würde gleich alles einstürzen. Ja, hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Ah, ich weiß es gar nicht, was das für Pillen waren. Ich glaube, die kann man auch für irgendwas verwenden. Kopf runter! Früher oder später finden wir es raus. Alter, wie hier alles wackelt. Nichts passiert. Alles ist total okay. Ich hätte so krass Angst, wenn ich hier wäre. Nicht nur wegen den Zombies, sondern auch, dass halt echt alles einstürzt, ne? Ich meine, was willst du dann machen? Du kannst nichts machen. Das ist wie bei einem Erdbeben. Und leider ist das unheimlich aktuell. Ne? Ihr wisst ja, was passiert ist die letzte Zeit. Richtig viel Scheiße auf der Welt. Hilf mir hier mal. Gerade in diesen ganzen armen Gebieten, ey. Was zum... Boah, Scheiße. Das war ein Klicker. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Hier? Scheiße! Oh, das war heftig. Oh, du sagst das. Die Automaten sind wohl schon geplündert. Kaffee ist auch keiner mehr da. Was ein Scheißtag. Nein, wobei, da ist welcher drin. Aber ob man den noch trinken sollte, ich glaube nicht. Verarzte dich. Vielen Dank. Was? Bin ich so krass verletzt?
Tatsächlich, der scheiß Klicker hat mich verletzt. Aber da konnte man auch nichts machen, weil ihr habt ja gesehen, das war so eine Szene, die kann man natürlich nicht verhindern. Hauptsache, ich kann mich mal hier mal eben verarzten. Nur, hat sie die ganzen Medikits bitte? Und warum gibt sie mir die immer erst jetzt, wenn es mich schon erwischt hat? Anstatt mir im Vornherein schon welche zu geben, weißt? Der Stein hier kann auf jeden Fall nicht schaden, gerade gegen Klicker, weil ihr habt es ja gehört, die reagieren auf Geräusche. Sie können nichts sehen, sie sind blind, weil sie schon ewig lang infiziert sind. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich habe das Gefühl, da oben läuft jemand rum. Ich höre doch Schritte. Ah, das hier ist so eine besondere Tür. Die kann man nur mit einem Messer öffnen. Und hier sind dann meistens ziemlich viele coole Items und man hat manchmal auch die Möglichkeit, seine Waffen aufzurüsten. Bislang habe ich aber noch gar nichts gefunden. Was zum Teufel? Hier muss was sein. Ja, da. Seht ihr gleich 25 von diesen Zahnrädern. Und 10 Kapseln. Boah, wofür waren die Kapseln nochmal? Ich weiß es echt nicht. Kann man das nicht vorbeischieben irgendwie? Nicht? Okay, dann nicht. Das ist schon eine gruselige Atmosphäre hier. Lasst uns weitergehen. Was ist da? Ja, da springe ich bestimmt nicht runter. Komm mit. Oh, verdammt. Der Raum ist geflutet. Über weite Strecken. Ach, hier ist nichts. Los. Da oben. Da hoch. Scheiße. Okay. Habt ihr gesehen, jetzt muss ich schütteln? Wegen der, sicher. Lampe. Komm schon, Ellie. Sie zuerst? Na gut. Los, komm. Für den Fall, dass da irgendwas auftaucht, bin ich gewappnet. Also. Okay. Komm, Großer. Darf ich, ja? Danke. Reich mir die Hand. Na los. Sehr nett. Okay. Okay. Klicker? Scheiße. Nö. Jesus Christ. Fuck. Stecken in noch größeren Schwierigkeiten als vorher. Kommen wir hier lebend raus? Erfahrt das im nächsten Part von Let's Play The Last of Us Remastered.